Aufstieg in Richtung Berg. Georg hat heute leider seinen Gipfelgang abgebrochen. Wir bringen die letzten Zelte runter. Wir bringen die Ski aus dem Skidepot runter. Und wenn wir wieder hier unten sind im Basislager, dann ist die Bergbesteigung vom Mannersloh für uns abgeschlossen. Ich bin, wie gesagt, im Lager 3 gewesen auf 7450 Meter. Habe eigentlich sehr schlechte Nacht verbracht da oben, weil es war ein ziemlich starker Wind, so mit bis zu 50-60 km/h. Und die halbe Nacht wach gelegen, bin dann um 5 Uhr aufgestanden und habe aus dem Zelt geschaut. Und ich habe mir damals schon gedacht, um die Zeit, das wird wahrscheinlich nichts mit dem Gipfel. Weil es war eine ganz spezielle Stimmung in der Luft. Da habe ich mit Markus gefunkt und der hat gesagt, ja, probieren wir es das wohl. Ich habe es dann auch probiert, ich bin aber erst um 6:30 weg. Und bin dann aufgestiegen und bin bis kurz nach 9 schon auf 7800 Meter oben gewesen und habe dann beschlossen, aufgrund der Windaktivität im Gipfelbereich, dass ich umdrehe. Vom Südwesten ist es so drüber gezogen und da habe ich gesagt, nein, das macht keinen Sinn, dass ich da aufgehe. Ich bin allein, ohne Sauerstoff und ich will auch gesund absteigen wieder. Die Expedition war für uns eigentlich sehr erfolgreich. Von 4 Bergsteigern waren 3 am Gipfel und in erster Linie sind wir natürlich alle sehr stolz drauf, gesund zurückzukommen und somit ist die Expedition als sehr erfolgreich zu bezeichnen, in meinen Augen.